Hallihallo, heute klemme ich für euch eine Fritzbox 55301 an. Glasfaser, passt auf. Geschichte aus, ist für Dummies erklärt, soll auch für Dummies sein. Angeblich, laut Aussage des Anbieters, Telefonanbieters, für Dummies perfekt. Also passt auf, geht gleich los. So, hier sind wir jetzt vor diesem vermeintlichen Problem oder angeblich auch nicht Problem. Das ist die Box, da soll es rein. Da unten sind die Hausanschlüsse, da soll es auch rein und da unten ist auch noch mal ein Kasten. Also ich bin jetzt mal gespannt, was mir die Anleitung hier so sagt, ob wir denn den Anschluss tatsächlich angeschlossen kriegen. Wie bemerkt, für Dummies. So, als allererstes sollen wir erst Strom anschließen. Das machen wir natürlich jetzt erstmal. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Stecken wir in das Steckdöschen rein hier. Naja, das fängt schon mal gut an. So, den haben wir da jetzt drin. Dann nehmen wir den Burschen hier noch am Start. Und den stecken wir jetzt in die Box rein. Erstmal werde ich das Kabel ein bisschen entwirren. So, ist ja wie verrückt. Oh, nicht dran reißen, geht gleich los. So, jetzt suche ich mir den Schnups hier hinten, wo das rein soll. Das ist er hier. Ihr seht, da kommt das rein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Strom drauf. So, Lämpchen fangen an zu leuchten. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Dann geht jetzt weiter. Weiter, 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 weiter. Und zwar Staubschutz entfernen. Das steht da drauf. Das soll er hier sein. Den habe ich jetzt auch entfernt. Der steckt ja da drinne. Auch erledigt. So. Dann Staubschutz entfernen. Ja, da soll auf dieser Dose auch so ein Staubschutzding drauf sein. Da will ich jetzt erstmal gucken, ob das auch wirklich so ist. Staubschutzteil entfernen. Ist da auch ein Staubschutzteil? Keine Ahnung, das ist eher so ein Plastikteil, was da drin war. Also wenn der Stecker da reinkommt, dann muss man wahrscheinlich dieses Plastikteil hier jetzt erstmal entfernen. Habe ich jetzt gemacht. Packe ich mal dahin. Und dann sollen wir den Glasfaser. Das Glasfaserkabel nehmen und sollen das mit dieser Geschichte verbinden. Also erstmal haue ich es da jetzt rein. Wenn das der richtige war in der Dose. Das passt schon mal nicht. Das passt auch schon mal nicht. Das ist ja super. Da freuen wir uns ja alle. Ich nehme mal den Schnupsi hier ab. Was, guck mal hier. Zack, da drückt man hier auf diesen grünen Ding. Dann ist der Schnupsi ab. Dann haben wir jetzt den Anschluss hier so. Mal gucken, ob ich den dann denn reinkriege. Immer noch nicht. Andersrum. Jo. Seht ihr, wie es funktioniert hat? Das liegt an diesem kleinen Schnupsi hier. Da muss man dieses Teil entfernen und dann kann man den hier hundertprozentig reinstecken. So, jetzt hätten wir das Kabel ja. So, hier haben wir das gleiche Spiel. Gehe ich mal von aus. Dann müssen wir erst diesen Plastikschnups hier abmachen. Zack. Wieder hier drauf drücken auf den grünen Teil. Und dann schnupsen wir das hier rein. Zack. So, jetzt haben wir das auch an der Box angeschlossen. Jetzt gucken wir mal weiter, was uns hier erzählt wird, was wir machen sollen. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Glasfaseranschluss verbinden, das haben wir auch gerade gemacht. Ja, und jetzt? Tjo, das ist auch schon alles gewesen. Ich habe noch ein Netzwerkkabel dazu. Das kann man mit dem Telefon hier, mit dieses Kabel oder beziehungsweise direkt mit dem Computer verbinden. Eigentlich soll das jetzt alles angeschlossen sein. Ich bin da mal richtig gespannt, ob das auch wirklich funktioniert. Da oben ist ja eine andere Box vom Nachbarn. Da leuchten zwei Lämpchen. Hier leuchtet nur eine Lampe. Deswegen gehe ich davon aus und die blinkt. Aber ich habe ja auch erst in anderthalb Tagen den Anschlusstermin. Bedeutet, dass ich auch erst in anderthalb Tagen freigeschaltet werde. Mir wurde aber geschrieben, ich möchte doch bitte, jetzt leuchtet noch mehr, passt auf, was heißt. Oh, scheiße, jetzt ist es weg. Egal, zeig gleich nochmal. Mir wurde aber gesagt, dass ich auf jeden Fall vorher den Kasten anschließen sollte. Also nicht gesagt, sondern geschrieben wurde mir. So, jetzt wollen wir nochmal beobachten. Dann sage ich euch nochmal, dass noch was anderes aufleuchtet. Eventuell. Tja, was soll ich sagen? Nur noch dieses Lämpchen leuchtet auf.
Also, guck ich mal an, wie es anklickst, aber zum Beispiel gesehen, also ja, schon vorbei. Und wenn irgendwelche Fragen sind, natürlich Fragen. Ich hoffe, dass das damit jetzt erledigt ist. Jetzt pack das Kästchen da rein und warte bis zum ersten ab und guck mal, ob ich denn tatsächlich Internet habe. So, adios, ciao, ciao, goodbye.